Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Jo! Beim letzten Mal hatten wir so einen kleinen Halunken, der hier den Weg blockiert hat, aber den haben wir dann ordentlich verprügelt, so wie es sich gehört. Und ich mache jetzt erstmal Mücken kaputt. So, Kampf geschafft. Von der Karte her sehe ich ein Flötensymbol. Steht das für... Ja, hier ist eine Höhle. Mögest du deinen Weg finden. So, da hinten müssen wir hin. Da ganz hinten. Aber erstmal muss ich diesen Container da auflesen. Da sind Wölfe. Ich muss mich erst mit den Wölfen kloppen. Und das war's mit den Wölfen. Aber sie erfolgreich verprügelt. Für einen Container. Mit nur von Silbermünzen, ja. Damit habe ich wieder erfolgreich ein paar Münzen erbeutet. Nun müssen wir nur noch hier weiter. In die Richtung, wo Mamba verschwunden ist. Wir rennen jetzt einfach durch. Wir lassen die Wölfe jetzt Wölfe sein. Wir wollen ja hier hin. Oh, ein Lagerfeuer. Ich dachte, wir hätten jetzt eine Sequenz. Warum ist dein Team noch nicht hier? Es ist merkwürdig. Roger, Roger. Ja sicher, warum nicht? Essen klingt immer gut. Ne, Herr Nopon? Ich weiß, wovon du sprichst. Ich glaube, es ist was ganz anderes. Ein kleiner Trainingskampf? Ja, sicher, Lance. Am Ende will er noch einen Trainingskampf mit dem Fellball hier. Das wird bestimmt ein guter Kampf. Ich habe ihn ja trainiert. Rastpunkte. Hier kannst du mit Bonus-EP Stufen steigern. Speichern und noch mehr. Oh, die Rastpunkte sind auch Schnellreisepunkte. Time for a tea break. Ja, das klingt auch nach einer guten Idee. Untersuchen. Guck mal, unser erstes Mal in einem Lagerfeuer. Ist es nicht wunderschön? Oh, so viel Bonus-XP. Ich booste mich mal auf 8. Mach ich mal bei allen einmal kurz. Und als nächstes Lance-Stufe.
Na, mal gucken. Immer muss man sich prügeln, ne? Ach, Mann. Es geht bald los. Das Alphay total. Das Ziel unserer Mission. Eigentlich würde ich gerne noch die restlichen Punkte ausgeben, eben kurz. Ist mir egal, was das Spiel vorgibt. Ich sage, ich nutze jetzt die restlichen Punkte noch eben kurz aus. Alle Kleidungsstücke säubern. Da freut man sich. Ich weiß nicht, welchen Sinn das hat. Ich kann allen nochmal ein Level geben, auf jeden Fall. So, die teilen sich das doch nicht. Die haben alle ungefähr die gleiche. Okay, alle Stufe 10. Ich dachte, die teilen sich das alles unter einem. Naja, so haben wir zumindest noch mal ein paar Level wettgemacht, ne? Jetzt beginnt wahrscheinlich die Schlacht. Oh, da sind starke Fischis. Krabbels. Das sind Einsiedlerkrebse. Ich habe das Gefühl, dich muss ich bekämpfen. Und die Level-Ups, die machen sich auf jeden Fall bezahlt. Ich glaube, ich habe ein zweites Vieh aus Versehen jetzt in den Kampf gezogen. Ja, an der Wand steht man noch überhaupt nicht durch, ne? Komm her, Krabbel! Ja? Ohnmacht! Das blöde Vieh steht doof. Das ist das Besondere, was es kann. Es kann sich verteidigen. Das machst du gut, Lance. Ich komme auch kaum hinter es, ne? Weil es so doof steht. So, jetzt müsste es eigentlich tot sein. Aber es bezwungen. I wish we could have avoided that. So, when's the battle happening? Wenn beginnt der Kampf jetzt? Oh, das sieht sehr finster aus. Really supposed to be here. I don't see much. Agnian troops. Seriously? They're still far off. They haven't spotted us. Going in? We don't have permission to engage. The only thing we need to focus on is our target. Huh. What? Heads up. Enemies at 2 o'clock. Go tell the main force.
I'm worried about Moamba and the others. I think we'll go on alone. Okay then, I'll handle it. Kommunikation weg, das heißt nichts Gutes. Und da hinten sind mechanische Gegner. So the Agnians want this thing too, huh? What do you think it is, Uni? Es mögen aggressiv sein, das ist ja klar. All we've got to do is follow orders and it'll work out. Genau, das ist der Fehler. Wir machen nur Befehle. Warum Befehle nie hinterfragen? Are we gonna be all right? Covetti. Definitely not Agnian either. The spark is that? It's coming down. Started without us. We need to keep moving. Head to the target. You got it. Und da hat die Schlacht begonnen. I think we should avoid confrontation with Agnes. That's all well and good, but if there is a confrontation, no way am I backing down. Ja, ja, und ich. Also wenn zum Kampf kommt, dann verprügel ich die. Wir sind jetzt auf 4 Level höher, die das sieht, was hier rumrennt. Es bringt einfach was, vorher zu leveln. Ein bisschen Lackholz und Glühstecker. Ach, guck mal, auch ein Lagerfeuer. Ja, ein paar zumindest getroffen. Ich wäre mal dafür, erstmal das da kaputt zu machen. Ich glaube, das hat die höchste Power. Bei 1000 einfach. I'm so happy. Mehr als das 10-fache an Schaden, was ich sonst mache. So, jetzt auf ihn hier konzentrieren. Oh, danke für das Angriffsfeld. Danke für die Heilung. Der Schwanken, das hebe ich mir noch kurz auf. Für den nächsten. Erstmal den da kaputt machen. So, jetzt schwankt der. Und dann kann er umgeworfen werden. Oh, 1000 Schaden. Tschüss. Vernichtet. Thank you.
Filling up, but better give it a good once over. Das nenne ich mal eine Schlacht. Oh, ein Scharmützel. Welche Seite kämpfe ich bloß? Ey, bisher habe ich doch noch nie eine Wahl bekommen. Nur so eine Pseudo-Wahl. Bodenhieb ist und bleibt nützlich. So, auf den da konzentrieren. Hau ihn um. Und. Let's do nützliches Ding. Da mache ich schon extra Schwank und er nutzt es nicht. So. Den Ultra-Angriff auf den genutzt, der mehr Leben hatte. Weil schlauer. Vielen Dank für die Nopom-Münze. Ich nehme sie an. Oh, da vorne kämpfen die Maschinen gegeneinander. I know. But if we can only get to the base of that pillar of light. So, wir helfen denen da noch. Got a rare dude right here. Bei so einem Scharmützel, da mische ich mich gerne immer wieder ein. Guck mal, ich kann mal abstauben. Okay, ich weiß, da vorne geht's weiter. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!